Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ja, der Herbst ist da in Deutschland und es ist Kürbiszeit und ich habe mir gedacht, ich mache mal was aus Porcelino mit ein paar Filzinlays etc. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, als allererstes werde ich mir hier Glitter in meinen Rand malen, mehr oder weniger malen. Das klebt halt gut, weil das ist eine Silikonform und das, ich nehme meinen Pinsel und verteile das Ganze einfach dort, wo ich es gerne haben möchte. Ich möchte in der Mitte überhaupt keinen Glitter haben, deswegen nehme ich hier ein bisschen Tesafilm und mache mir das aus der Mitte weg. Die Basis für mein Tablett wird Gips sein und das habe ich mir hier jetzt gerade angerührt und ich möchte das gerne braun einfärben. Braun habe ich aber nicht, deswegen nehme ich Grün und Rot und das zusammengemischt ergibt einen Braunton. Wenn man anfängt, das zu mischen, sieht das ganz furchtbar aus, aber da muss man einfach ja, der Prozedur vertrauen. Und wie ihr hier seht, das gibt ein schönes Karamellbraun. So, ich gieße jetzt meine Gießmasse in meine Form und werde das noch ein bisschen verteilen. Was ich dann noch mache, ich werde ein bisschen auf dem Tisch rumklopfen, dass einfach die Luftblasen aus der Form rausgehen. Und am besten ist, wenn ihr euch ein Papier oder sowas unter die Form legt, dass ihr die einfach ein bisschen hin und her schütteln könnt mit dem Papier. Und da seht ihr auch schon, da wird die Oberfläche relativ glatt. Und hier habe ich noch Alkohol drauf gespritzt, einfach um die Oberflächenblasen zu entfernen. So, es ist jetzt 24 Stunden später. Ich habe extra ein bisschen länger gewartet und ich bin ganz vorsichtig am Entformen von meinem Tablett. So, und wie man hier schön sieht, der Glitzer hat sich ja, mit der Masse verbunden. Ja, und jetzt lasse ich das nochmal 24 Stunden trocknen. So, das sind meine Inlays, die ich da in dieses Tablett reinmachen werde. Das sind hier verschiedene Blätter, die ich gegossen habe mit Resten aus Harz. Und da sind auch ganz kleine dabei, also man kann aber ganz toll sehen, dass da wirklich auch alles abgebildet ist. Jetzt, wenn ich die einfach so ins Harz lege, dann verschwindet die Struktur der Blätter. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach ein bisschen Gold, Acrylfarbe genommen. Und das werde ich jetzt auf der Oberfläche auftupfen, einfach damit die Struktur der Blätter später dann im Harz sichtbar ist. Tut mir leid, dass das ein bisschen außerhalb vom Bild ist, aber ich habe immer noch Probleme mit meiner Kamera. So, mit dem Schwämmchen geht es ganz gut. Da kommt auch nicht zu viel Farbe auf die Blätter. Und das sieht dann hinterher ganz toll aus. So, beim Teddy etc. kann man diese Filzausstanzelle kaufen für wenig Geld. Und ja. Die habe ich jetzt hier benutzt. Ich habe verschiedene. Was man damit allerdings machen muss, ist, man muss sie versiegeln. Und das zeige ich euch jetzt hier. Ich habe jetzt auch ein bisschen ja, die Kürbisse ein bisschen abgeschnitten, einfach damit es aussieht, als wären es mehrere Kürbisse hintereinander. Und da schmiere ich jetzt einfach Epoxidharz drauf und drehe das rum und mache das an der anderen Seite auch so. Und wenn das fest geworden ist, kleben diese Kürbisse ganz einfach aneinander. Ich tue das mit allen Filzteilen machen, die ich benutzen möchte, einfach weil ich nicht möchte, dass da Luft rauskommt, wenn ich dann meine Deckschicht Harz drauf gieße.
Und hier seht ihr jetzt die kleinen Dinge, die ich hier schon versiegelt habe. Das spielt überhaupt keine Rolle, dass das Harz runtergelaufen ist, weil das wird man hinterher im Tablett nicht mehr sehen. So, es ist jetzt wieder ein Tag später und meine Teile sind hart. Wie ihr seht, die sind von der Unterseite matt. Das liegt einfach daran, dass ich das Backpapier drunter gelassen habe. Wenn man das aber dann später mit Harz übergießt, dann geht die Mattheit weg. Und deswegen ist es auch kein Problem, wenn ihr da ein bisschen Überlauf habt. Jetzt ist es Zeit, mir zu überlegen, wie ich auf meinem Tablet die Teile, die ich jetzt da hergestellt habe, verteilen möchte. Und da kann das jeder machen, wie er will. Man kann auch noch was drunter malen zum Beispiel. Ich lasse euch das jetzt einfach mal laufen. Es hat mich eine Weile gedauert, bis ich dann das letztendliche Layout da liegen hatte, wie ich es dann auch gemacht habe. So, noch zu meiner Person. Wie ihr sicherlich hört an meiner Stimme, bin ich immer noch sehr angestrengt beim Sprechen. Es liegt einfach an der OP, die ich hatte, und ich hoffe, das wird jetzt auch bald besser. Denn ja, Sprechen strengt mich wirklich an. Ich wollte trotzdem diese Videos vertonen, die ich jetzt schon gemacht habe, einfach weil die Projekte so schön sind und ich auch euch nicht so warten lassen wollte. Also bleibt einfach dran und vergebt mir einfach das Kratzige in meiner Stimme. Vielen Dank schon mal für eure Treue. So, ich habe mich jetzt entschieden, wie ich das gerne machen möchte, und jetzt habe ich mir klares Harz angerührt und gebe das in mein kleines Tablett rein, und mit der Heißluftpistole mache ich da meine Blasen raus. So, jetzt kommt was, was ich im Nachhinein nicht mehr machen würde. Ich nehme jetzt hier mir verschiedene grüne Mica-Powder und mische mir die in mein Harz da rein. Im Ende ist es dann doch ganz schön geworden. Allerdings würde ich es nicht mehr so machen, weil wenn ihr da zu viel Harz drin habt und ihr habt da jetzt das mit dem Mica-Powder verrührt und das geht über die Teile drüber, die ihr dann später da hineinlegen wollt, dann wird man die Teile nicht mehr so gut sehen, weil das Mica-Powder, wenn man zu viel drin hat, einfach auch deckend ist. Und ja, dann lieber eine Extraschicht gießen und später die Teile drauf machen. Gott sei Dank ist das bei mir jetzt nicht so passiert, weil ich noch nicht so viel Harz da drin hatte. Und wenn man da drin rumrührt, bringt man ganz normalerweise wieder Blasen ins Harz, wie ihr hier seht, eine ganze Menge. Also das ist noch ein anderer Grund, warum man das so nicht machen sollte. So, ich habe jetzt trotzdem angefangen, meine Teile da reinzulegen. Und ja, da könnt ihr euch jetzt überlegen, ob ihr die glatte Seite nach oben oder nach unten tut.
oder die raue Seite. Ich habe mich für die glatte Seite entschieden, die nach unten zu tun, einfach weil da dann weniger Luftblasen oder Lufttaschen sich drunter bilden können, wie auf der rauen Seite. Allerdings hat es auch einen Nachteil, das werdet ihr am Schluss sehen. Ich habe nicht genug Harz dann später oben drauf gegossen und ein paar von diesen rauen Teilen pieksen da durch die Oberfläche. Man sieht es, aber das kann man einfach reparieren, indem man einfach noch eine Schicht Harz oben drauf macht. Ich habe das jetzt nicht gemacht, einfach aus dem Grund, weil ich das Video rausbringen wollte und euch das zeigen wollte. Und das hätte ich sonst nicht mehr geschafft. Ich stelle das Video jetzt ein bisschen schneller, und wenn ihr das nicht gucken möchtet, könnt ihr hier einfach auch noch ein bisschen nach vorne spulen. So, wie man hier sieht, habe ich noch nicht genug Harz in meinem Tablett drin. Und jetzt nehme ich einfach klares Harz und fülle so viel auf, dass die Teile alle eben mit Harz benetzt sind. Und bei den Kürbissen später wird man das natürlich gut sehen, weil diese Filzhaare, die dann noch ein bisschen hochstehen, man sieht sie einfach. Dadurch, dass ich aber da jetzt klares Harz noch oben drauf gemacht habe, ist das Harz mit dem Mica Powder ein bisschen verdrängt worden. Und vielleicht ist auch das der Grund, warum das mit der grünen Farbe einfach nicht über meine Teile drüber gelaufen ist. Und weil ich mit dem neuen Harz natürlich da wieder ein paar Blasen reingemacht habe, nehme ich hier mein Feuerzeug und versuche die wenigstens an der Oberfläche wegzumachen. Und natürlich muss ich gucken, dass überall genug Harz drauf ist, dass einfach alles auch bedeckt ist, die ganzen Blätter etc., weil die auch ein bisschen hochstehen, die sind ein bisschen höher. So, das Letzte, was ich jetzt noch mache, ich verteile von meinem klaren Harz auf dem Rand noch ein bisschen, einfach um den Rand ein bisschen zu schützen. Und weil mir das einfach gut gefällt, dass der Glitzer dann besser zu sehen ist. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal. Es ist immer schön auch zu wissen, was du über meine Videos denkst. So lass mir doch auch einen Kommentar da. Es kostet nichts und es freut mich einfach und es würde mir wirklich, wirklich helfen. Danke dafür schon mal. So, jetzt ist das hier
nachdem ich gerade das Harz aufgefüllt habe. Ja, es ist eigentlich ganz hübsch geworden. Und da an den Kürbissen sieht man einfach, dass da noch was durch die Oberfläche piekst. So sieht das Tablett jetzt aus. Mein Harz ist fest und ja. Ich werde noch eine Schicht Epoxidharz oben drauf machen, einfach weil ich möchte, dass das eine glatte Oberfläche gibt. Ich habe jetzt einfach für das Video so die Fotos gemacht, weil sonst hätte ich jetzt noch kein Video rausbringen können. Und was sagt ihr? Wie gefällt es euch?